Bin absolut schockiert. Bei der Handball-Emeritiert in Kroatien hat die deutsche Handballnationalmannschaft den Einzug ins Halbfinale verpasst. Christian Prokop ist enttäuscht. Das war es für die Bad Boys. Nach einer ordentlichen Leistung in der ersten Hälfte hat Deutschland durch viele Fahrlässigkeiten das Spiel gegen Spanien aus der Hand gegeben. Bei der Handball-Emeritiert in Kroatien hat die deutsche Handballnationalmannschaft den Einzug ins Halbfinale verpasst. Mit 27:31 verloren Uwe Gensheimer und Co. das letzte Hauptrundenspiel gegen Spanien und müssen die Heimreise antreten. Als Fünfter der Hauptrunde 2 bleibt Deutschland hinter den Erwartungen zurück. Was wir Anfang der zweiten Halbzeit gemacht haben, war nicht würdig, um ins Halbfinale einzuziehen, sagte DHB-Vize Bob Hanning nach dem Spiel am ZDF-Mikro und ergänzte, ich bin sehr enttäuscht. Wir haben vom Halbfinale geträumt, wollten um eine Medaille spielen. Auch Torwart Andreas Wolf war unglücklich über die Niederlage. Ich bin absolut schockiert. Wir haben uns teilweise aufgegeben und insgesamt eine enttäuschende Saison gespielt. Unsere Körpersprache war schlecht. Wir haben uns ein Stück weit aufgegeben und wie eine Schülermannschaft vorne die Bälle verloren. Im ersten Abschnitt war das Team mit dem Gegner aus Spanien ebenbürtig. Mit 13:14 ging es für das Team von Bundestrainer Christian Prokop in die Pause. Zu dem Zeitpunkt hatte Deutschland noch alle Chancen auf das Halbfinale. Doch zu Beginn des zweiten Durchgangs unterliefen dem DHB-Team zu viele fahrlässige Ballverluste, die Spanien eiskalt ausnutzte. Zwischenzeitlich stand es sogar 23:15 für die Iberer. Schluss in Farazdin. Nach einer guten ersten Halbzeit verlieren wir nach der Pause komplett den Faden und scheiden damit aus der Klammer für EV aus Raute Geres Braute auf jetzt Braute Bad Boys Raute Wiffe Traute EV 2018 Klammer für Sport Klammer für Sportschau pic.twitter.com Werblink. In der Folge kam Deutschland nicht mehr heran. Bundestrainer Prokop warf zwar alles nach vorne, doch die cleveren Spanier konnten die Angriffe problemlos abwehren. Im Halbfinale trifft Spanien nun auf Frankreich, Gruppensieger Dänemark auf Schweden.